Das Ding ist, wir wissen, also du weißt es besser als ich, Digga, aber wir wissen beide, Digga, dass die Fußballer schlimmer als früher sind. Egal, was halt Frauen an, 100%, 100%. was Frauen angeht, und Partys, Exzesse und. Das ist ja, findet ja alles viel, viel exzessiver statt. Bloß es findet halt mit. Viel mehr hinter der Tür statt. Genau. Ja. Kameras abgeklebt und abgeben vom Oder vorher Handys abgeben, genau so ja. ist es, ja. Das ist die Meta heutzutage. Das ist crazy, Ich stimmt. weiß, als ich bei meinem Hotel eingecheckt bin in München, Digga, bin ich gerade oben im Flur. Da gab es eine wilde Diskussion mit Herr Upamecano. Ich weiß nicht, ob er da im Zimmer war oder ob das ein Verwandter von ihm war. Die hatten die Präsidentensuite gemietet, weil sie zu laut waren, zu laut Party gemacht haben. Kleiner Leak. Ja, ich weiß nicht. Kann ja. auch sein, dass es sein Cousin oder sein Bruder, whatever war. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt, ich bin nur dran vorbeigegangen. Also, ich weiß aus guten Quellen, wie du es gerade gesagt hast, diese Hotelpartys, also was da passiert, ne? Das ist unglaublich. Ich habe mal, ich kannte eine, die war auf einer Party in Paris eingeladen von Kylian Mbappé. Die ist, also was ich für Videos da gesehen habe, boah, unglaublich. Deute mal ein bisschen was an. Naja, da gab es dann auch ein 4 gegen 1. Und alle vier sahen aus wie Yaya Touré. Kannst dir vorstellen, wie das aussah? Ja, ich will es gar nicht wissen. Aber heutzutage aber auch doppelt gefährlicher. Also was die Frauenhinsicht angeht. Weißt du, wie ich meine? Naja, 100%ig, klar.